Herzlich willkommen zum Video von Tuning Block, in dem wir uns die Kowe 450R Street Rule Modelle der Jahre 2024 und 2025 genauer ansehen. Kowe, ein aufstrebender chinesischer Motorradhersteller, hat mit der 450R ein Naked Bike auf den Markt gebracht, das durch seinen leichten Reihen-Vierzylinder-Motor und beeindruckende Leistungsdaten besticht. Die Kowe 450R wird von einem wassergekühlten Reihen-Vierzylinder-Motor mit einem Hubraum von 443 Kubikzentimetern angetrieben. Dieser Motor leistet 65 PS bei 12.000 Umdrehungen pro Minute und liefert einen Drehmoment von 40 Newtonmetern bei 9.000 Umdrehungen pro Minute. Mit diesen Werten erreicht die 450R eine Höchstgeschwindigkeit von 205 Stundenkilometern. Das Sechsganggetriebe sorgt für eine effiziente Kraftübertragung, während die elektronische Benzineinspritzung von Bosch für eine präzise Kraftstoffzufuhr verantwortlich ist. Ein herausragendes Merkmal der Kowe 450R ist ihr geringes Gewicht. Mit einem vollgetankten Gewicht von nur 165 Kilogramm zählt sie zu den leichtesten Motorrädern ihrer Klasse. Dieses geringe Gewicht wird durch den Einsatz eines Stahlbrückenrahmens und einer Aluminiumschwinge erreicht, die für Stabilität und Agilität sorgen. Die Sitzhöhe beträgt 795 mm, was für viele Fahrer eine komfortable Sitzposition ermöglicht. Das Fahrwerk der Kowe 450R ist auf sportliche Fahrweise ausgelegt. Vorne kommt eine Upside-Down-Telegabel zum Einsatz, hinten ein direkt angelenktes Federbein. Beide Komponenten stammen vom chinesischen Hersteller Yuan und sind nicht einstellbar. Die Bremsanlage besteht aus einer Doppelscheibenbremse mit einem Durchmesser von 300 mm vorne und einer Einzelscheibe mit 220 mm hinten. Die vorderen Bremszangen sind axial montiert und stammen von Tysco. Ein Anti-Blockiersystem, ABS, ist serienmäßig an Bord und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die Kowe 450R ist mit modernen Technologien ausgestattet. Ein farbiges TFT-Display liefert dem Fahrer alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Zudem verfügt das Motorrad über eine Traktionskontrolle, TCS, und eine Konnektivitätsfunktion, die es ermöglicht, das Smartphone mit dem Motorrad zu verbinden. LED-Leuchten rundum sorgen für optimale Sichtbarkeit und ein modernes Erscheinungsbild. In China wurde die Kowe 450R im Mai 2024 zu einem Preis von 30.000 Yuan eingeführt, was umgerechnet etwa 3.900 Euro entspricht. Obwohl Kowe bereits in Italien ein Händlernetz aufbaut und auch in Deutschland Vertriebspartner sucht, ist derzeit noch unklar, wann und zu welchem Preis die 450R auf dem deutschen Markt erhältlich sein wird. Zusammenfassend bietet die Kowe 450R Street Rule eine beeindruckende Kombination aus Leistung, geringem Gewicht und moderner Technologie zu einem attraktiven Preis. Für Motorradenthusiasten, die ein leichtes und leistungsstarkes Naked Bike suchen, könnte die 450R eine interessante Option darstellen. Wenn dieses Video einige Ihrer Fragen beantwortet hat, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren.